Freunde, willkommen. Heute machen wir hier ein bisschen die Tür weiter. Mal gucken. Wir haben sie jetzt schon so weit runterfahren können. Ich weiß nicht, ob ich den Bereich hier noch einkürzen werde. Und ja. Aber so sieht das ja echt erstmal gut aus. Wir gucken jetzt erstmal bei uns in der Basis unten. Wie die Zentrifugen aussehen. Okay, das sieht alles gut aus. Okay, wir brauchen noch die Queries. So. Wie heißt das gleich noch? Gravel, okay, super. Okay. Und eine Idee war noch hier irgendwann anzufangen, die... wie heißt es gleich noch? Die Sachen von Crate einzubauen. So, ich bin am überlegen, ob ich jetzt einfach erstmal... Wie viele Strings haben wir denn? Okay, davon will ich noch ein paar mehr machen. Wie sieht das hier aus? Okay. Oh, Hilfe. Productive. So, kriegen wir ein paar mehr Strings. So. Ich wollte jetzt Absperrbänder bauen. Oder muss ich die mit Flatterband? Ist rot und weiß, ne? Stütze. Ja, ich glaube, ich soll mal den Rucksack entleeren.
Okay. 20 hoch. Hi. Was geht? Und 68, 88 hoch. Machen wir die 30 hoch. Ja. Ja, freut mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt vor, unsere Baustelle hier mit Pfosten abzugrenzen. Einmal so hier rum. Mit Flatterband, weil das ist ja eine Baustelle. Ja, oder? Und warte, ich hab da... Die Idee ist es... wo sind wir hier? Okay. Also, du siehst ja, dass das so ist. Aktuell nur die linke Seite. Und geplant ist es, dass du das machen kannst. Und dann kommt hier noch eine Treppe vorgefahren. Das heißt, der Eingang zur Basis ist vom Schädel her geschlossen. Und wenn du dann hier den Knopf drückst, geht automatisch der Schädel auf und du hast Zutritt zur Basis. Das will ich noch irgendwie entweder mit einer Fernbedienung machen oder mit Security Cams, so dass wenn du hier den Weg langläufst, das automatisch aufgeht. Und dann hast du Zutritt zur Basis. Da sind wir jetzt gerade am Arbeiten dran. Ja, und sonst, ich weiß nicht, wie viel du schon noch nicht mehr gesehen hattest. Den mal raus, den mal rein. Bisschen Tageslicht. Wir haben hier unseren Fahrstuhlschacht. Und das hier ist dann unsere Base. Hier soll dann die ganzen Technik, Sachen und so weiter rein. Und hier unten sind unsere Bienen untergebracht, die für uns die Ressourcen. Ja, das war noch ein anderes Projekt wahrscheinlich sogar. So, Red.
Thank you.
Okay. Oh, Blue Moon. Ups.
So. Okay, nice. Das ist eigentlich so bescheuert. Ich finde das lustig. So. Dann einfach rechts rein. Ja, okay.
Oh Gott. Puh, das habe ich erschreckt. So. Okay. So. ist jetzt abgesperrt, ne? Finde ich gut. So. Wie sieht so Baustellenschild? Wie oft werde ich hier eigentlich vom Blitz getroffen, ey? Wie hoch möchte ich das Ganze denn hier haben? So, 76 bis 96.
Also 20. Bild auswählen. Baustellenschild. Okay, ich muss das Bild anpassen, das sieht ja mal kacke aus. So.
Pixel Generatoren sind schon geil. Sagen wir 40. Schwarz, Light Gray, Grau, Concrete. Achtunddreißig,
Dankeschön, Crimson. Na, soweit ganz gut. Ich versuche gerade ein Straßenschild zu bauen. Und bei dir? Ja, sauber, das freut mich. In Blood Magic, ja, da habe ich auch noch Bock drauf. Ich wollte genau hier in die Nasenlöcher den Altar reinsetzen, irgendwie sowas. Oder einfach nur hier die Opferkammer für Blood Magic reinsetzen, sodass du in den toten Schädel reingucken kannst und siehst, wie die Villager oder so geopfert werden, irgendwie sowas. Das war eine Idee. Aber Blood Magic, da habe ich auch Bock drauf. Hast du schon mal mit Blood Magic irgendwas gemacht? Ah, okay. Dann hast du genauso viel gemacht wie ich. Ich glaube, ich habe den ersten Altar und den ersten Orb gemacht und das war's. Und dann nur Videos dazu gesehen oder sowas.
Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe da wirklich Bock zu, weil das ist nochmal was komplett Neues, was ich noch nie gemacht habe. Und ich glaube, das wird ganz interessant. Und was ich halt so gut finde, ist ja wirklich, dass du durch die Questlines hier zumindest weißt, was du tun musst, weil ich sonst völlig aufgeschmissen wäre und mir nonstop Videos angucken müsste dazu. Und dann kannst du hier einfach die Sachen durchgehen. Und was ich halt auch so gut finde, ist, dass du hier eine Beschreibung dazu bekommst. Und ich glaube, über... Ach, wie heißt denn das? Über diese eine Mod, wo du drüber du relativ viel Sachen dargestellt bekommst. Gibt es die hier? Nee, für Blood Magic nicht. Ach, schade. Ich hatte an hier, wenn ich jetzt zum Beispiel Create nehme, an Ponda gedacht. Das wäre für Blood Magic cool. Aber ich glaube, in dem Anleitungsbuch dazu gibt es einen ganzen Haufen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, denke ich auch. Und bestimmt hat hier irgendjemand schon mal mit Blood Magic oder so gearbeitet.
So, hier sind wir. Nice. Ha, ist das bescheuert. Oh, Kacke. Thank you.
1. Oh, ist das kacke. So, jetzt brauchen wir noch orangene Simple Lights. Okay. Oh. Den da oben müssen wir noch löschen. Ach, das sieht so kacke aus. Das ist so bescheuert.
Freunde, jetzt können wir richtig loslegen mit unserer Baustelle. Jetzt ist auch alles abgesperrt, jetzt kann keiner mehr reinfallen und ich glaube, es sollte sehr offensichtlich sein, dass hier gebaut wird. Wir haben Sicherheitsbeleuchtung, Flatterband und ein Baustellenschild. Das heißt, man kann es auch von großartiger Entfernung sehen. Also man sollte sich jetzt nicht mehr verletzen können bei uns auf der Baustelle. Also können wir jetzt auch loslegen hier mit dem Friedhofsbau und das mal ordentlich ausbauen. Ja, cool. So, ich würde mal eben eine kurze Pause machen. Ganz kurz, und dann bin ich gleich wieder da. Und dann fangen wir mal an, uns zu überlegen, wie ich das hier mit dem Kiefer am besten hinbekomme. Und oh nein, also das ist doch schon offensichtlich. Guck mal, jetzt fliegst du hier vorbei und denkst dir, was zur Hölle? Was läuft falsch mit dem? Ja, also ich würde eine kurze Pause machen und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Also gebt mir so 5 bis 7 Minuten oder so und holt euch einen Kaffee und dann bis gleich.
So, da bin ich wieder. Ja, also jetzt will ich mal sehen, wie Tronic sein Loch geworden ist. Weil da war ich seit Ewigkeit nicht mehr. Oh, was ist das? Oh. Dankeschön. Die Bude von Face sieht auch nice aus, aber irgendwie hat die keinen Fußboden. Oh doch, da fängt es schon an. Ah, okay. Das ist die Bude von Kelvin. Oha. Nicht viel passiert. Da war zum letzten Mal ein weißes Loch. Nice. Geht das ganz bis runter ins Bedrock eigentlich? Ah. Was ist das denn? Ah, ein Raycroft. Oh, nice. Oh, nice. Das kenne ich auch noch nicht. Cool. So. Ah, da war ein Porch-Style. So. Oh, ja, warte. Das können wir mal eben machen. Welchen soll ich nehmen? 1, 2 oder 3? Dann nehmen wir da, wo das Licht angegangen ist. Oh. Nice. Ah, und dann kannst du die hier mit einem... Oh, die sehen auch geil aus. Okay, das ist also deine Mob-Farm. Die Lichter finde ich cool. Ah. Oh Gott. Ah, oh Gott. Du sagst, du brauchst ein kleines bisschen Strom. Ja, das glaube ich. Ist ja bei mir dasselbe. Okay, und hiermit machst du dann... Von den Gartenklotsch, okay, ja. Und dann ist nur so wenig in den Leitern. Das ist ja mal völlig übertrieben. Das ist ja krass. Ah, und das ist dann. Ah, oh Gott. Oh. Hier ist dann dein Farmbereich. Cool. Ach, das ist unterm Reaktor. Ah.
Oh. Hast du jeden deiner Tode dokumentiert? Okay, Garden Clutches. Wieso habe ich denn das bekommen? Enter the Catacombs? Hast du einen Katakomben gebaut? Cool. Ja, ich glaube, da könnte ich hier die alles voll machen. Nice. Okay. Deswegen habe ich die Benachrichtigung auch bekommen. Okay. Ja, bei mir ist hier oben alles zugeklatscht. Und dann haben wir halt hier den Tunnel nach unten. Hier soll dann die Basis entstehen. Und hier ist dann unsere Bienen. Ah, ja, ich habe hier auch irgendwas weggerissen, was ein Achievement gebracht hat. Ja. So.
So. Sechzig. Thank you.
3, 4, 6. Was ist das denn? Death Attacks Sacrifice? Hm. Oh. Das ist schon wieder anstrengend. Thank you.
Eis. So. Eis. Okay, bauen wir mal ein paar Transceiver und Transmission Units. So, RF Tools.
Arcade Sequence. Gott, habe ich mich erschrocken. Uiuiuiuiui. Oh Mann. Und was mache ich hier eben? Warum bottet man eigentlich? Wie sieht das aktuell bei Stream Elements aus? Ziemlich kacke. Ah. Was macht man denn da am besten? Wo hab ich's denn?
Ja, das ist gerade ein Haufen Bots reingekommen. So, jetzt, ich melde gerade mal so ein paar Leute. Wieso denn noch mehr? So. So, da haben wir jetzt ein paar User blockiert und dann melden wir die mal alle. Verdammt.
Warum muss ich denn jetzt arbeiten hier? Ich wollte eigentlich nur zocken und dann kommen irgendwelche Bots rein. Ich hoffe, ich kann jetzt weitermachen. Ja, definitiv. Also, hey. Oh. Ja, also keine Ahnung. Ich verstehe das auch nicht. Warum bottet man denn? Oh, Knopf.
Okay. Okay, nehmen wir mal einen anderen Motor. Vielleicht ist der einfach nur zu klein. Nee. Wieso kriege ich das nicht hin? Verdammt.
Oh, ich habe den Motor abgebaut. Hä? So.
Okay. Okay. Dann passt das. Ach, Gott sei Dank. Dann haben wir das schon mal hinbekommen. Ah. Krampf.
Hä? Okay, also. Und nochmal klingen. Okay. Oh mein Gott. Mein E-Mail-Postfach. Oh, WTF. Ah, okay, nur 3 Stück. Ich dachte gerade, das hat so ausgesehen, als ob ich 100 E-Mails bekommen habe. Okay.
So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das hier mache. Füllen wir mal den Untergrund da ein wenig auf.
Scams und Bots blockieren. Macht sehr viel Spaß. Und gemeldet. Alter, Alter. Mein Chat sieht aus. Band, 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 band. Okay. So, nehmen wir mal an, das hier ist die Endposition. Ich glaube, ich muss mir hier mal ein bisschen was Pistols. So, jetzt wird's interessant. Minecraft, Redstone, Flip, Flop.
Okay, ich habe was rausgefunden. Das Redstone. Ist falsch. Okay, das hat nicht geklappt, wie ich das gedacht habe. Ist. Nennt man das zur Seite? Oh, es hat geklingelt. Ich bin mal eben kurz weg. Kleinen Moment.
Thank you.